alles nur Gerüchteküche. Glauben Sie nicht an Umfragen? Dieser Junge zum Beispiel. Hochinteressante Gäste. Guten Abend. Heute in Privatfernsehen Rudolf Seiters und Prinz Leopold von Bayern. Und natürlich den König der Tanzen, Franz Lambert. Hup, macht etwas. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Sendung der Woche mit den Themen der Woche. Und ein Mann der Woche war ja, wie heißt er jetzt, Beule von Ost? Nee, ne? Ole von Beuys, der Vater war Fußballfan, haha. Erinnert mich, weil er ja Hamburger ist, immer ein bisschen, genau, Hans Albers. Schön, Franz. Klasse, bei den, super, ne, unser Franz Lambert. Weil ich mich bei den ersten vier Takten immer staune, dass die DDR mit einer Coverversion vom alten Hans Albers-Hit 40 Jahre als Hymne genommen. Die waren schon sparsam da drüben. Ja, Ole von Beuys, nach ihm soll jetzt wegen des Wahlerfolgs ein Ikea-Regal benannt werden, das liegt nahe. Es geht aber nicht, weil er nach dem Ikea-Regal benannt ist. Und damit sind wir schon bei den Themen der Woche, die Nachrichten. Hannover. Nach Hamburg hat sich gestern auch Hillo Schröder von einem führenden Sozialdemokraten scheiden lassen. Ex-Gatte Gerd und Hamburgs Foscherau waren bereits im Wahlkampf gemeinsam aufgetreten als Schrödelheim-Hartreim-Projekt. Foscherau will nun, ähnlich wie Schröder, mit sozialdemokratischer Politik nichts mehr zu tun haben. Bonn. Die deutschen Exporte ins Ausland sind im Juli explodiert. Zum Beispiel Handgranaten. München. Die weltgrößte Fachmesse für Alkoholiker, das Oktoberfest, setzte bereits am ersten Tag 800.000 Liter Bier um. Nach diesem Besuch der CSU-Landtagsfraktion wurde die Messe am zweiten Tag für das Publikum geöffnet. New York. New York. Außenlautsprecher Klaus Kinkel, FDP, forderte vor der UNO-Lehrversammlung die weltweite Ächtung der 5%-Hürde. Im Gegenzug bewarb er sich als ständiger Witz im Sicherheitsrat. Hamburg. Der Deutsche Tennisbund und Michael Stich haben miteinander gebrochen. Grund ein Fischbrötchen. Berlin. Bleiben wir beim Thema. Hunger ist die leise, vergessene, alltägliche Katastrophe, erklärte Roman Herzog am Montagabend in Berlin. Darauf stand seine Gattin nochmal auf und machte ihm Schnittchen. Bonn. Mick Kohl, Keith Blüm, Ron Weigel und der unverwüstliche Charlie Kanter, die älteste Regierung der Welt, wurden bei ihrem Tourstart begeistert gefeiert. Im Hotel zertrümmerten sie die Sozialversicherung und warfen Geld aus dem Fenster. Und nach Hamburg wollen sie nächstes Jahr auch Deutschland erobern. Im Vorprogramm die Roten Hosen. Das war's. New Labour, das war es ja, was die deutschen Sozis den Briten nachmachen wollten, New Labour. Aber in Hamburg, in der neuen sozialdemokratischen Tiefburg, ist man schon einen Schritt weiter. Henning Foscherau ist New Labour-Wurst. Beleidigt sagt er, nö, ich mache jetzt nicht mehr mit und so, nur 300.000 Wähler. Was soll das? Die hatten ihm eigentlich, so heißt es, einen Denkzettel geben wollen. Aber denken, es gibt eben Dinge, zu denen sich ein Sozialdemokrat einfach nicht zwingen lässt. So stand Foschi am Wahlabend vor der gelben Ampel und gab seinen Führerschein ab. Der Grund ist klar, der Mann ist rot-grün blind, denn er hatte ja mehr Klarheit gefordert und eine klare Mehrheit bekommen. Die will er nicht haben, die liegt, so wissen Udo und Philine Ehling und Mike Schäfer, hinter seiner Scherzgrenze. Das muss kesseln, Henning. Henning, 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 Beinhart wie ein Roter, Stock steif wie ein Toter. Kaum wird das mal knapp hier, Beinhart wird er ab hier. Und ich sag noch, das muss kesseln im Wahlkampf mit dem Gegner, dem Brösel von Beuys. Doch der Henning hört nicht. Ja, schade eigentlich. Weil der Henning, der weiß wenigstens noch, wo man zum Lachen hingeht. Und wo man die Wähler mit begeistert. Huhu. Oh, ich mach jetzt auf Law and Order.
Wir haben schon geordert. Fahr weg. Also Hamburg ist ja nur auch die Hauptstadt des Verbrechens, nicht? Überall gibt das Zanke und die Polizei ist ja praktisch hilflos, von wegen die innere Sicherheit. So haben sich das jedenfalls der Schröder und seine Freunde ausgedacht, nicht? Und der Henning, der glaubt das. Und ich sag noch, Henning, guck mal, deine Chancen. Aber der hört nicht. Ja, und dann ging das eben abwärts. Scheiße! Schröder! Das wird nichts! Aber die Bonner Sozen probieren das natürlich weiter mit die innere Sicherheit und so. Und dann muss das aber kesseln. Und zwar ohne Henning. Ja, besser ist er. Wer das Leben kennt, gerade und auch in Bonn, der weiß natürlich genau, es geht immer irgendwie seitwärts. Ich trete heute als Bundesminister des Innern zurück. Jeder dachte, der 7. Juli 1993 markiert das Ende seiner politischen Karriere. Ich bin zurückgetreten, um Schaden abzuwenden. Bis dahin hatte dieser Mann einen steilen Aufstieg hinter sich. Seit 1969 im Bundestag, Kanzleramtschef, Innenminister und der Mann hinter dem Kanzler. Loyalität, konsequentes Arbeiten. Er stolperte über die Ermittlungspannen nach der GSG 9-Aktion in Bad Kleinen. Der Vorgang ist aufgeklärt. Jetzt ist er wieder da, als Vertreter von Wolfgang Schäuble und als Außenpolitiker. Die Innenpolitik war für den Ex-Minister tabu. Die Übernahme einer Aufgabe aus dem innen- und rechtspolitischen Bereich wäre keine unbefangene gewesen. Rudolf Seiters wird in 14 Tagen 60 Jahre alt, Katholik, Vater von drei Töchtern und liebt Fußball. Ich bin ja auch ein normaler Mensch. Ja, herzlich willkommen, Herr Seiters. Fußball ist SV Meppen in erster Linie. Okay, gut. SV Meppen, ein Mann bekennt sich zum SV Meppen. Ja, das will was heißen. Die singen sonst immer, ihr könnt nach Meppen fahren, das meinen die böse. 4-1 gegen Stuttgart, 6-1 gegen Frankfurt, 1-0 gegen Nürnberg. Gut, wie spielen wir morgen gegen 60 München? Wir. Borussia, das ist jetzt wir in dem Fall. Ich wollte es ja nur wissen. Okay, habe ich verstanden. Sie wollten Beamter werden? Rechtsanwalt. Ach so? Ich dachte, weil Sie kommen ja aus einer Beamtenfamilie, ne? Ja, man muss ja nicht immer das Gleiche machen, was der Vater gemacht hat. Ach so. Der war Beamter, Bruder Beamter. Richtig. Und Sie sind Politiker. Auch richtig. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Der Politiker kann frei gestalten. Er hat einen ganz anderen Bewegungsspielraum, als möglicherweise jeder andere Beruf ihm bietet. Und wenn man mit der richtigen Einstellung daran geht, dann kann man, glaube ich, eine ganze Menge bewirken. Man kann gestalten, helfen, vieles. Helmut Kohl und Sie war Liebe auf den zweiten Blick. Ich hatte mich 1972 ausgesprochen für Rainer Barzel. Das war in der Zeit der Ostverträge und es ging um den Bundesparteivorsitz. Und Helmut Kohl war der Konkurrent von Rainer Barzel. Und daraus ergaben sich dann auch... Sie waren parlamentarischer Geschäftsführer unter Barzel, unter Carstens. Und dann kam Kohl und Sie gingen. Richtig. Hat der Kohl nicht gemerkt, wie gut Sie sind? Das müssen Sie ihn fragen. So geht er mit Talenten um? Er hat sich die Dinge sehr genau angeschaut. Ich habe meine Arbeit gemacht und Sie sehen ja. Inzwischen schätzt er Sie. Ja, das denke ich schon, ja. Was meinen Sie, schätzt er an Ihnen? Zuverlässigkeit, auch Verschwiegenheit, wenn es darauf ankommt. Widerspruch, aber in der richtigen Weise. Das hätte ich beinahe gesagt, Sie sind... Was ist denn die richtige Weise? Nicht öffentlich, sondern gut vorbereitet intern. Es hört sich an, als wären Sie Beamter geworden. Nein, nein. Ich habe sehr gestaunt bei diesem FAZ-Fragebogen, den Sie ausgefüllt haben. Und in diesem FAZ-Fragebogen sind Sie einer der ganz wenigen Politiker, der auf die Frage, welche militärische Leistung bewundern Sie am meisten, antwortet: keine. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Mag sein, keine, dass ich das gesagt habe. Ja, mag Meine mag Frage ja wohl ist, ob sich diese Ihre Einschätzung nach Bad Kleinen geändert hat. Ich weiß nicht, ob man den Begriff bewundern in Verbindung bringen sollte
mit manchen militärischen Dingen, aber Bad Klein ist ja etwas völlig anderes, war keine militärische Aktion. Bundesgrenzschutz. Ja, es war eine Aktion, eine notwendige Aktion im Zusammenhang mit allen Maßnahmen gegen Terrorismus, die ich auch nach wie vor für richtig halte. 16 Fehler sind damals nachgewiesen worden, die nicht notwendig waren, wie Herr Kanter dann in seinem Bericht gesagt hat. Wer ist jetzt für die verantwortlich? Kanter war noch nicht im Amt und Sie sind zurückgetreten. Ich habe damals gesagt, dass ich mir persönlich nichts vorzuwerfen habe, aber ich habe die Fehler und Pannen bei diesem Einsatz sehr deutlich skizziert. Es hat zu zwei Toten geführt. Es sind diese Fehler von mir deutlich gesagt worden. Und ich habe, weil mir klar war, dass wegen der Gutachten, die erst Monate später kommen würden aus Münster und von Zürich, es würde Monate dauern. Ja. Und ein Innenminister, der keine Antwort geben kann, wie es nun wirklich gewesen ist, ist in einer schwierigen Situation. Es war für mich eine Frage der Schadensbegrenzung für die Bundesregierung. Was ich gesagt habe, es gibt den Begriff der politischen Verantwortung, den übernehme ich mich. Es ist wahr so, als wenn eine Entzündung... Übernehme ich mich ist kein falscher Versprecher. Nein, nein, da habe ich mich auch nicht übernommen. Das hat mir sehr leid getan. Ich wäre gerne im Amt geblieben, ja. Aber ich glaube, es war ein notwendiger Damals Schritt. War es ja so, dass zum Beispiel der Spiegel noch sagte, also übermorgen beweisen wir dieses Gerücht von der Hinrichtung. Das war falsch. Das war falsch, wussten Sie aber bei Ihrem Rücktritt noch gar nicht. Ich war überzeugt davon, dass dieser Vorwurf falsch ist. Verstehe. Also Sie sind nicht zurückgetreten, weil Sie sagten, Gottes Willen, was kommt da noch alles raus? Nein, nein. Es war ja schrecklich. Es gab ja jeden Tag neue absurde Meldungen. Es war mit meinem Rücktritt so, als wenn eine politische Entzündung gestoppt war. Die Öffentlichkeit hat Manfred Kanter den Spielraum gegeben und den Zeitraum, der notwendig war, um in Ruhe, rückhaltlos alles aufzuklären. Es war eine, aus meiner Sicht, persönlich schmerzhafte, aber wichtige und richtige Entscheidung. Sie hat sie ja auch im Ansehen der Leute geadelt. Wussten Sie damals, dass der Generalbundesanwalt Alexander von Stahlen ein Radikaler im öffentlichen Dienst war? Das ist Ihre Bezeichnung, der werde ich natürlich aus vielerlei Gründen widersprechen. Aus vielerlei Gründen. Ja, dann sagen Sie mir die mal nicht. Wo wir gerade bei gelungenen Rücktritten sind, derer es wenige gibt, hat das der Herr Foscherau richtig gemacht? Das war konsequent. Er hat ja das angekündigt, aber er hat letzten Endes die Konsequenz daraus ziehen müssen, dass er versucht hat, die Wähler zu nötigen. Und das ist schiefgegangen. Helmut Kohl würde für minus x Prozent nie zurücktreten, ist nie zurückgetreten. Er würde das ja auch nicht ankündigen. Der ist schlauer. Herr Seiders. Ihre Frau sagt, es mache keinen Spaß, mit Ihnen einkaufen zu gehen. Ja, das mag wohl sein. Sie muss immer vorher aussuchen. Und noch ein Geheimnis. Die Bild am Sonntag ist quasi die Stasi-Akte deutscher Politiker. Steht wirklich alles drin. Diese Haare sind selbst geschnitten. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt lüften Sie ein Geheimnis. Ja. Ist absolut korrekt. Ich komme bei meinen nicht mehr dran, weil ich da so nah an die Kopfhaut muss. Das heißt, Sie werden Finanzminister. Also wenn man Schwierigkeiten hat bei der Einnahmenseite, muss man bei der Ausgabenseite aufpassen, das ist richtig. Das war kein klares Nein. Nein, ich werde nicht Finanzminister. Okay, danke. Herr Weigel hat gesagt, er will nicht mehr den Finanzminister machen. Nur sagt gestern der Seehofer, er will nach der Wahl den Gesundheitsminister nicht mehr machen. Das ist eine riesen Imagepflege für die Bundesregierung. Ja, ich finde diese letzte Ankündigung auch nicht besonders überzeugend, das will ich deutlich sagen. Im Übrigen glaube ich auch, dass die Bevölkerung von uns derzeit etwas anderes erwartet, nämlich keine Personalspekulation, sondern sich kümmern um die Probleme, die wir haben. Klares Wort. Danke, Herr Seiters. Wir reden nachher weiter. Vielen Dank, Rudolf Seiters. Insgesamt gerechnet haben die rechten Parteien verloren in Hamburg. Selbst wenn man jetzt die SPD mal nicht mitrechnet, prompt feiert natürlich der Kanzler den örtlichen Statthalter Ole von Beust. Intern heißt er jetzt sowieso nur noch Hamburger Royal TS. Und natürlich feiert der Kanzler auch die Bundespartei und sich selber. Denn vor der Wahl hatten die Sozis ja laut getönt. Hamburg wird ein Signal. Und nach der Wahl sagt Helmut Kohl, ja genau. Kohls Privatfernsehen. Heute
Der letzte Gegner. Er hatte sie alle überlebt. Alle. Doch plötzlich. Ich bin's, Freund Hein. Ach, tatsächlich? Du siehst aber eher aus wie der Henning Fuschelau nach der Hamburgwahl. Ich bin dein letzter Gegner. Ich bin unbesiegbar. Ah, ja, ja, das sagen sie alle. Und nächstes Jahr, da sitzen wir wieder hier zusammen. Und ich bin immer noch. Schluss, aus! Der Tod lässt nicht mit sich handeln. Schade eigentlich. Ich wollte dir gerade eine große Koalition anbieten. Hey, was ist hier kaputt? Hier? Oh ja, das machen wir! Nein, nein, niemals, du Vollidiot! Das kommt überhaupt nicht in Frage. Siehst du, das wusste ich doch gleich, dass ihr nicht der Tod seid. So ein Mist. Woran hat er das bloß gemerkt? Na, ganz einfach. Der Tod holt mehr als 30%. Hoppla, das ist schon eine kopflose Bande. Alles oder was staunt das Oderbruch über 130 Millionen Mark, die die Deutschen gespendet haben. Angeblich ein Volk, das keine solidarischen Abgaben mehr zahlen möchte. Und dieses viele Geld ist ein heißer Stein auf den Tropfen, denn so viel Not, wie Spendengelder eingekommen sind, gibt es am Oderbruch wohl doch nicht. Jedenfalls nicht auf deutscher Seite, sicherlich aber bei den Nachbarn in Polen und in Tschechien. Aber es gibt halt Spender, die wollen ganz sicher gehen. Und es gibt vielleicht auch einige wenige, die sagen, ein Volk, ein Deich, ein ortskundiger Führer und wollen die Kohle entweder nur Deutschen oder jedenfalls nur Leuten persönlich überreichen, um zu sehen, Flut tut gut, es deicht, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Marion Försching bei Spendern und Empfängern. In Ziltendorf wird aufgeräumt mit dem Hochwasserschutt und den Nachbarn. Denn seit es hier ums große Spendengeld geht, redet man nicht mehr mit, sondern übereinander. Ich weiß zum Beispiel, dass mehrere Familien schon mehrfach 10.000 bis 15.000 Mark bekommen haben. Und meine Eltern, die alles verloren haben, haben überhaupt noch nichts gekriegt. Jeder hat Geld bekommen, denn schließlich gab es ja am Anfang gleich diese Soforthilfe. Generell diese kleinen Summen. Später dann nochmal. Für manche Leute kam das Hochwasser gerade recht. Die haben nur besessen, haben nichts gemacht an den Häusern und kriegen jetzt im Prinzip das meiste, weil sie am besten jammern. Sie sind auch hier Misstrauische, die sich vom Bürgermeister die Unglücksorte zeigen lassen. Sigmund Steitzer und sein Kollege sind extra aus Schönhausen angereist, um direkt zu spenden. Wir wollen Ihnen hier ein bisschen was übergeben, was wir da von den Gemeinden da eingesammelt haben. Wie viel ist das? Ja, also im Moment haben wir so 15.000 Mark. Und warum sind Sie persönlich jetzt hergekommen? Ja, das ja auch mal zu besprechen, wem wir das geben. Also Sie wollten das jetzt nicht irgendeiner Organisation einfach so geben? Nein, wir dachten ja erst einmal irgendwie an Kinderheim oder was, aber sowas scheint ja nicht. Ja, Kinderheim hatten scheint ja nicht direkt betroffen zu sein, ja. Damit man nicht anonym ist. Und wenn man schon mal vor Ort ist, kann man sich die Sauerei ja auch gleich angucken. Schließlich muss ja noch ein geeignetes Spendenobjekt gefunden werden. Da kann ein bisschen Hochwasserwissen nicht schaden. Wie hoch stand hier die Pampe? Nee, schon ein bisschen höher. Bürgermeister Vierling hilft da gern weiter. Fast täglich begleitet er Spender beim Schaden-Sightseeing. Besonders beeindruckt ist der Besucher aber nicht von den feuchten Wänden. Das ist ja heute so, wenn das 45 wäre, dann hätte man nicht so ein Theater, dann wäre man schnell hier wieder drin. Die Betroffenen sehen das ganz anders. 45 haben alles verloren. Da war ich 11 Jahre. Jetzt bin ich 63. Wieder. Manche Tage ist es einfach nicht bis hier. Dann denkst du, nee, das geht nicht weiter. Aber es muss. Ein paar Häuser weiter gerät man unter Zeitdruck. Kommt, wir können ja nicht übernachten noch weiter hier. Das Besucherprogramm ist nämlich noch nicht beendet. Und während die beiden noch die Bauarbeiten am Deichbruch begutachten, hat der Bürgermeister schon ein weiteres Spenderpaar getroffen. Die Huhns aus Süddeutschland wollen wissen, was aus ihrem Geld geworden ist. Wir haben gehört, dass einige Familien überhaupt noch keinen Pfennig bekommen haben. Was die großen Spendensummen, da haben wir keinen Einfluss drauf.
Über 100 Millionen Mark sollen insgesamt gespendet worden sein. Zu 90% soll jeder seine Schäden am Haus ersetzt bekommen. Glauben will man das hier nicht so richtig. Ich glaube noch nicht an die vielen Spenden. Wenn ich jetzt hier ein paar Leute frage, die haben das Geld noch gar nicht. Ja, Donnerwetter, das ist doch schon 4 Wochen her. Die brauchen doch die Gelder, nicht? Wo bleiben denn die bloß? So, los. Sigmund Steitzer und sein Kollege haben sich inzwischen entschieden. Ein Landwirtschaftsbetrieb soll ihr Geld bekommen. Wir haben folgendes Problem. Wir haben in der Verwaltungsgemeinschaft dort so knappe 15.000 Mark zusammengesammelt. Und nun bin ich der Meinung, diese der Landwirtschaft zu geben. Wir würden das natürlich, diese Spende natürlich auch sehr gerne dankend annehmen. Dann überweisen wir euch das Geld und fertig. Auftrag erfüllt. Die Thüringer Spendentouristen können beruhigt nach Hause fahren. Ihr Geld landet jedenfalls in den gewünschten Händen. Wolfgang Schäuble ist beim Weizsäckern erwischt worden. Er hat eine eigene Meinung in einem besonders schweren Fall, nämlich der Steuerreform. Das macht jetzt nicht mehr, denn diese Nacht ist das ganze Ding ein Jahrhundertwirk geworden, gescheitert. Außer Schäuble nämlich konnte sich die Bundesregierung nicht mit den Ländern oder mit den Sozis, jedenfalls im Vermittlungsausschuss, und einigen. Dumme Sache, jetzt ist die Chance vorbei. CDU-Generalsekretär Hinze, der Mann, spielt nicht Schwarzer Peter, der ist ein Schwarzer Peter, gibt gleich die richtige Losung aus. Es liegt daran, dass die anderen sich nicht bewegt haben. Das sagen die anderen auch. Und bei beiden darf Tom Teunissen zugucken. In diesem Jahr ist der deutsche Herbst besonders lebhaft. Vor allem in Bonn. Hier und heute gehen wir sie jetzt noch mal richtig an, die große Steuerreform. Im Vermittlungsausschuss mit Theo Weigel und den Sozen und den Grünen hinter Zu und Türen. Was passiert da drin die ganze Zeit? Bekanntes Thema, die bekannten Argumente werden zu wiederholten Mal, tausend Male ausgetauscht. Man dreht sich im Kreise. Also, aus meiner Sicht nähert man sich überhaupt nicht an. Na und? Demokratie geht nun mal langsam. Und heute geht es ja auch um was ganz Wichtiges. Und wir draußen müssen hellwach bleiben, falls zwischendurch mal einer rauskommt, um uns zu erzählen, was da drin so passiert. Sehen Sie eine Chance für eine gemeinsame Steuerreform? Es gibt eine gewisse Annäherung in bestimmten Sachfragen, aber keinen Durchbruch. Die Koalition versucht, aus der A-Länder-Seite durch Zeitschinden, durch immer weitere Redebeiträge die Front da auseinanderzubrechen. Das ist die Taktik. Ja, das klingt aber doch so, als ob die sich echt anstrengen da drin im Vermittlungsausschuss. Schließlich wird es ja langsam Zeit, dass was passiert in Deutschland. Guck mal, Otto Schily geht zum Klo. Was der wohl zur Steuerreform denkt. Oh, jetzt hätten wir beinahe den Peter Struck verpasst. Aber ja nur beinahe. Wir bleiben bei unserem Nein zu dieser unsozialen und unfinanzierbaren Steuerreform. Es gibt einen Punkt, über den könnte man schnell Einigkeit herstellen. Das ist die Senkung der Lohnnebenkosten. Wir haben gesagt, wir schlucken, wären bereit, die größte Mehrwertsteuererhöhung zu schlucken. Aber leider wird nicht über diesen Punkt geredet, wo sich eigentlich die Parteien am nächsten wären, wo es eine Mehrheit real gibt. Sondern es wird über die Punkte geredet, wo die größte Distanz besteht, also was absurd ist. Ist ja schon toll, wenn man so hautnah an deutscher Geschichte teilnehmen darf. Alles, was man braucht, ist ein bisschen Gelassenheit. Also, wenn ich jemand wäre, der das von außen betrachtet, würde ich sagen, die spinnen da oben, die kommen da nicht mehr zur Potte. Gelassenheit, Kerstin. Hat's eben nicht geklappt. Steuerreform, ist doch auch egal. Doch eh keine Sau gemerkt. Ich muss sagen, das ist eine, wenn es dabei bleibt, eine bemerkenswert überflüssige Legislaturperiode.
Davon kann überhaupt deswegen nicht die Rede sein, weil wir aus dem Programm für Wachstum und Beschäftigung alles durchgesetzt haben, was wir mit der eigenen Mehrheit durchsetzen konnten. Allerdings, und darüber bin ich auch traurig, die Steuerreform war das Kernstück. Das haben wir wegen der unterschiedlichen Mehrheit nicht hingekriegt. Und das in einem Augenblick, wo Tony Blair seinen Wahlkampf in Großbritannien gewonnen hat mit einem marktwirtschaftlichen Programm und der These, keine Steuern höher als 40%. Machen Sie es doch mal. Wo die Österreicher die Gewerbesteuer, Vermögensteuer seit langem abgeschafft haben und in Bayern und Baden-Württemberg werben, wo Frankreich und andere Länder sich vorbereiten. Das Ergebnis ist ja leider wegen der hohen Steuern und Arbeitskosten, wenn ich das noch einmal sagen darf, das ist wirklich ein zentrales Thema für unsere Arbeitnehmer, für die Betriebe, für die Arbeitslosen. Im letzten Jahr haben deutsche Firmen im Ausland wegen dieser Kosten 48 Milliarden ausgegeben und die ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland lagen bei 1 Milliarde. Das heißt, Arbeitsplätze wandern ab. Sie geben gerade Kerstin Müller und übrigens auch Wolfgang Schäuble die Hand, denn die haben ja Schäubles Vorschlag, lass uns was machen, um wenigstens die Lohnnebenkosten zu senken bei Renten- und Arbeitslosenversicherung, haben die eingebracht. Die CDU stimmt dagegen. Was ist denn da los? Nein, das will ich mit 3 Sätzen sagen. Ja gut, der erste Satz ist, das Konzept der Steuerreform, das wir vorgelegt haben, ist sowohl von den unabhängigen Forschungsinstituten, den Sachverständigen, wie auch von der Bundesbank als absolut notwendig bezeichnet worden. Zweitens, wir haben in diesen mühseligen Vermittlungsverfahren, und ich kann den Unmut in der Bevölkerung schon nachvollziehen, weil ja keiner mehr durchsteigt. Sie können aber lange Sätze. Ja, ist der zweite. Ich bin noch beim zweiten Satz. Man kann ja auch in Parenthese sprechen. Und Relativsatz auch bei der Rechtschreibreform gibt es noch das Komma und so weiter. Total interessant. Also, gut. Ja. Beim zweiten Satz haben wir eine Vielzahl von Kompromissvorschlägen vorgelegt. Betrifft den Spitzensteuersatz, die Nettoentlastung, die Stufenlösung, das Existenzminimum und vieles andere mehr. Das ist abgelehnt worden. Ich sage Ihnen jetzt schon mal, was ich nach dem dritten Satz sage. Das ist der dritte Satz. Ja, nee, nach dem dritten Satz werde ich Sie fragen, warum schlägt der Schäuble das vor? Die Sozis sagen, ist gut, machen wir. Mhm. Und dann sagt die CDU, nee, wenn wir uns einigen, dann doch nicht. Das ist etwas komplizierter gewesen. Wir hätten nicht nur die Mehrwertsteuer, sondern wir hätten auch bei der Mineralölsteuer entscheidende Schritte machen wollen, aber... Da knallt die FDP durch. Nein, Moment, nein. Das ist jedenfalls auch meine Meinung, wenn wir insgesamt zu einer Steuersenkung gekommen wären, aber die SPD war lediglich bereit zu einer Steuererhöhung, bei den Lohnnebenkosten runter, es wäre eine Umverteilung gewesen. Sie sprachen gerade von den riesen Arbeitsplatzproblemen, Lohnnebenkosten und so weiter, und wir sprechen jetzt über einen Teil der Steuerreform, der erstmal das für die Unternehmer günstiger macht. Das ist das, was Sie fordern. Warum macht der Schäuble einen Vorschlag und Sie sagen, in dem Moment, wo eine Einigung da ist, wollen wir doch nicht? Wolfgang Schäuble hat die bisherigen Kompromissvorschläge alle auch unter dem Gesichtspunkt gesehen, dass wir zu einer Steuersenkung kommen müssen. Und wir hätten jetzt eine Steuererhöhung bekommen. Und das ist eben nicht das Signal, dass die Wirtschaft dringend braucht. Es geht auch um die Höhe der Steuern. Sie haben bei der Mineralölsteuererhöhung Probleme mit der FDP, weil die sich bereits festgelegt hat, sie macht es nicht. Mineralölsteuererhöhung, weil das die Unternehmer belastet. Ist ja so. Sie haben beim Soli das Problem, dass die sagen, müsst ihr uns schenken, Soli-Abbau, sonst schaffen wir die Wahl nicht. Das heißt, Sie haben eine ganze Reihe von Punkten, wo Sie mit den Sozis große Koalition machen können. Wollen Sie was bewegen oder wollen Sie jetzt einfach eine gute Plattform für einen Wahlkampf? Also mit der SPD eine große Koalition. Sachkoalition. Sachkoalition sehe ich in weiter Ferne, weil die unterschiedlichen Standpunkte sehr massiv sind. Lafontaine ist nach wie vor der Meinung, man kann darüber streiten, ich sage, er ist nach wie vor der Meinung, dass wir den Spitzensteuersatz, der jetzt bei 53% liegt, brauchen oder nur geringfügig absenken. Jetzt reden Sie wieder, genau wie die Frau Müller von den Grünen das eben kritisiert hat, aus Ihrer Perspektive, über die Unterschiede. Sie wollen nicht über die Gemeinsamkeit reden. Ja, mit Herrn Scharping hätten wir uns ja vielleicht verständigen können. Der hat ja schon im Januar gesagt, 40% oder 42% Spitzensteuersatz. Das wäre ja ein Kompromiss aus deren Sicht gewesen. Und mit Herrn Schröder? Da hätten wir das vielleicht auch hingekriegt. Die SPD redet zwar im Augenblick von der Neuorientierung ihrer Wirtschaftspolitik, spricht jetzt Dinge aus, die sie jahrelang bekämpft hat, also Biotechnologie, Gentechnologie, Flächentarifvertrag öffnen, wirtschaftliches Wachstum. Noch so ein Ding und Sie treten bei, ne? Bitte? Noch so ein Ding und Sie treten bei. Also ich finde es zunächst einmal für einen Politiker schon ganz interessant. Was denn? Ich finde es ganz interessant, wenn die andere Partei sagt, sie bewegt sich auf uns zu, jedenfalls verbal, aber reden und handeln sind zweierlei.
In Ihrem Wahlkreis Papenburg wurde die Ems vertieft, damit die Meyer-Werft große Schiffe durchschicken kann, wegen der Arbeitsplätze. Wir haben hier die modernste und leistungskräftigste Werft, nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch eine Vorzeigewerft in der Welt. Ja. Mit, um kurz zu machen, ein gemeinsamer Erfolg von Rudolf Seiters und Gerhard Schröder. Nein, es ist zuallererst ein gemeinsamer Erfolg der Betriebsleitung, des Betriebsrats und der Arbeitnehmer. Die sind nämlich genau zu den flexiblen Regelungen in dem Betrieb fähig, was manchmal durch erstarrte, auch bürokratische und Tarifvertragsvereinbarungen gehindert wird. Das ist zunächst ein Erfolg dieser Werft selber und der Menschen, die dort arbeiten. Aber ich gebe zu, die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Das wäre Ministerpräsident Schröder. Ich habe, ja gut, wir mussten, als er in der großen, als er in der rot-grünen Koalition war, hätten wir beinahe das Ziel verfehlt, weil haben es Sie so lange ihn zur gedauert Vernunft hat. Gebracht? Nein, er hat erkannt, dass er sich als Ministerpräsident es sich nicht leisten kann, dass eine solche Werft ins Ausland abwandert. Das wäre ein großer Schaden für den Industrie-, Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Deutschland. Jetzt wissen wir, von wem er das hat. Vielen Dank, Rudolf Seiters. Ja, bitte schön. Wir schicken dem Kanzler eine Torte. Gleich im Privatfernsehen. Ich hatte ja schon immer einen speziellen Draht zu Frauen. Natürlich kann ich mir nicht alle Nummern merken. Zum Glück gibt's jetzt ein Mobiltelefon extra für Typen wie mich. Das Dandy. Mit dem speziellen Nummernspeicher. Da weiß man gleich, bei welcher man nochmal anklingeln sollte. Geht übrigens nur bis 2+. Dandy. Dein Ding. Ich sehe VIP-Logen, wo früher Stehplätze waren. Ich sehe Spieler, die öfter mit der Presse reden als mit ihrem Coach. Ich sehe Vereine, die teure Profis kaufen, statt den Nachwuchs zu fördern. Ich sehe Typen in Nadelstreifen. Und Geschäftemacherei ohne Ende. Aber das wirklich Wichtige sieht er nicht mehr. Machen Sie den Sehtest bei Ihrem Optiker. Am Sonntag geht es rund. Da will selbst Bundeskanzler Helmut Kohl Deutschlands schnellsten Steuerflüchtlingen persönlich die Hand drücken und wenn es geht, die Schale überreichen. Denn Schumi, Heinz Harald und alle anderen kommen zu Deutschlands weltberühmtester Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zum Nürburgring und der erwartet das Formel-1-Rennen. Eine 250.000 Fans werden übrigens auch erwartet und für manche von ihnen ist es natürlich nur ein Autorennen, für andere der härteste Tankstopp aller Zeiten. Denn für einige dieser Fans gilt, sie müssen ganz ähnlich wie die Fahrer das Vierfache ihres Körpergewichts aushalten. Allerdings an Getränken. Oliver Becker und Michael Meuth vom Ring. Nürburgring Donnerstagmorgen. Noch 80 Stunden bis zum Formel 1 Grand Prix. Die letzten Vorbereitungen laufen. Die Boliden noch in den Boxen, aber 3000 Fans in der Aufwärmrunde. Ein Schubi-Fan muss haben eine Kappe, das T-Shirt und die Fahne und die Unterhose noch dazu. Hautnah an ihren Stars, dafür warten sie stundenlang vor dem Hotel. Ganz dicht an Harald Frenzen, auch wenn es nur so lange dauert wie ein Reifenwechsel beim Grand Prix. Den Fans bleibt nur der Blick durch die Scheibe, sie müssen draußen bleiben, doch dafür folgen sie ihren Idolen rund um den Erdball. Jetzt letztens waren wir noch in Monte Carlo und dann habe ich auch jede Menge Autogramme gesammelt. Jeden Film nehme ich auf, jedes Rennen nehme ich auf. Ich habe alles, alle Interviews, alles. Ich habe jede Menge Kassetten zu Hause. 3 Stunden später, Schumi-Fans im Stau. Die Campingplätze füllen sich, jeder will den besten Platz. Da
Für uns ist ganz, ganz vorrangig das gesellige Beisammensein. Dass der Trupp, der hier da ist, ein schönes Wochenende, ein schönes Rennwochenende. Die meisten von uns haben noch gar keine Karte. Das kann man nicht immer machen. Man kann nicht immer für ein Wochenende 300 Mark an Eintrittskarten. Wenn es hart auf hart kommt, dann gehen wir oben am Campingplatz, ist eine Großbildleinwand, gehen wir am Sonntagmittag dahin gucken. Gestern Abend, 23 Uhr, immer noch kein Ende des Schumi-Konvois. Der Ansturm dauert die ganze Nacht. Manche sitzen schon im Warmen, andere mögen es lieber zünftig. Letztes Jahr haben wir mit vielen Frauen versucht und da ist er einfach nicht so locker. Ne? Und mit Männern da ist halt irgendwo eine ganz andere Runde, kann man nicht vergleichen. Es lohnt sich einfach hierher zu fahren, nicht um das Rennen zu sehen, nur um sowas mal mitzumachen. Dafür lohnt sich das alleine schon. Vollgas auf fürs Trommelfell, Schumis Auto auf CD, Fans bringen sich schon jetzt in Stimmung. Weil das Feeling muss rüberkommen und das kann man nicht jetzt an einem Tag erleben, weil da muss man 2-3 Tage vorher anreisen, dann lernt man Leute kennen. Die meisten Schumi-Fans, die kommen hier nur zum Abfeiern, also die wollen ihren Spaß haben. Heute früh 1 Uhr Leben im Grenzbereich. Ein letzter Boxenstopp und dann ist auch für diesen Tag die Zielflagge in Sicht. Die ganze Atmosphäre hier, super. Die ganze Atmosphäre ist toll hier. Die ganzen Leute, alle vereint, alles Deutschland, alle Schumi, volle Bulle. Er ist inzwischen fast ein Oldie, allerdings mit P vorne, und er ist seit über 30 Jahren der Mann, der im deutschen Rennsport die Prinzenrolle spielt. Prinz von Bayern, Leopold. Verheiratet, 4 Kinder, 2 Hunde. Der kleine Prinz wurde vor 54 Jahren auf einem Schloss geboren. Kinderschwestern zogen ihn groß. Die geschiedenen Eltern sah er selten, aber er hatte einen Traum. So wie halt ein Kind träumt, Schornsteinfeger oder Straßenbahnschaffner zu werden, wollte ich immer Rennfahrer werden. Ohne Unterstützung seiner Eltern musste er die ersten Rennen in einem gebrauchten Mini Cooper fahren. Mit Erfolg. Seit nunmehr 33 Jahren gehört Prinz Poldi zur internationalen Rennszene. BMW krönte ihn zum Werksfahrer auf Lebenszeit, denn der königliche Fahrstil hat es in sich. Wenn man so ein Auto mal zerstört, dann ist man wirklich ganz schön traurig. Der Prinz begibt sich gern unters Volk. Jedes Jahr besucht er das Oktoberfest. Auch dort kommt er auf Touren. Und jetzt ist er live im Privatfernsehen. Ich würde Sie jetzt wo anrufen, würde sagen, Küppersbusch, guten Tag, mit wem spreche ich bitte? Soll ich jetzt antworten? Ja. Sage ich einfach Prinz Leopold. Echt? Ja. Aber das ist doch verboten seit 18 mit den Adelstiteln. Nö, wieso? Bei uns in Bayern nicht. Ah ja. Wir sind ja. Ich war irrtümlich von deutschem Recht ausgegangen. Ja. Wir sind ein Freistaat. Ja. Das heißt, Prinz Leopold. Ja, ich dachte, Leopold ist erlaubt, aber Prinz nicht, dachte ich. Steht das in Ihrem Ausweis so drin? Na, Prinz ist ja der Bestandteil des Namens. Also Prinz von Bayern ist der Name, wie Sie ja. Küppersbusch heißen, so heiße ich Prinz von Bayern. Ja, schön ist das eigentlich. Und et omnes sanctis steht da auch ja. Noch drin. Also Sie haben so eine Visitenkarte, da brauchen Sie einen Tieflader für, weil das so 15 Sätze nee, und et steht, omnes sanctis heißt? Ich habe eigentlich gar keine Visitenkarte. Nicht? Deswegen komme ich gar in die Verlegenheit, so viele Namen draufzuschreiben. Aber ja. Et omnes sanctis heißt eigentlich alle Heiligen. Und zwar kommt Sie brauchen. Das stimmt. Und zwar kommt es daher, dass wir eben, wie wir geboren wurden, hat die Familie eben die ganzen, ich habe ungefähr 8 Vornamen, um die anderen Heiligen nicht zu benachteiligen, kommt hinten zum Schluss et omnes sancti und alle dass Heiligen. Dass kein Heiliger böse ist. Ja, so ist es. Sie sind in eine ganz stinknormale Schule eingeschult worden. So ist es, ja. Und mit einem ganz normalen Mercedes vom ganz normalen Chauffeur hingebracht BMW, worden. BMW, BMW. BMW. Gut. Haben Sie da einen Vertrag oder so? Ja, ich denke schon, ja. Was sagten die Schulkameraden? Da wird einer mit dem Chauffeur gebracht zum ersten Schultag. Ja gut, es war natürlich in der Zeit, wo ich zur Schule kam, das war 1949, da war natürlich schon ein gewisser Neid aufgekommen. Mhm. Aber
mit der Zeit haben die gemerkt, dass wir eigentlich genauso normale Menschen sind wie alle anderen auch. Und das haben die irgendwo akzeptiert. Haben Sie sich nachmittags mit denen bei sich dann getroffen, irgendwie Streiche machen, spielen? Ja, wir haben ordentliche Streiche gemacht, das stimmt, ja. Bis dass sie rausflogen oder wie? Das kam dann später. Kam aber? Ja, es kam, also ich weiß nicht, was Sie anspielen wollen, aber wahrscheinlich von Kempinski in Berlin, oder? Nee, das, Sie haben mal geschrieben, dass irgendwann Ihr Großvater, bei dem Sie aufwuchsen, gesagt hat, du darfst keine Schulfreunde mehr empfangen. Das ist richtig, weil das ging auch aus einem anderen Grund hervor, weil wir eben, wie wir noch Schulkinder bei uns ins Schloss mitnehmen durften, kam eben vor, dass einige geklaut haben und daraufhin hat mein Großvater das verboten. Haben Sie? Aber wir haben uns dann heimlich hinten im Schlosspark getroffen. Haben Sie sich irgendwann mal gewünscht zu sagen, ich hätte so gerne arme Eltern, normale Eltern? Ja, meine Eltern waren nicht reich und nicht arm. Sie haben auch genauso gearbeitet und verdient wie alle anderen nicht auch. Nicht gewesen, die Stelle, wo man sagt, scheiße, ich will normal sein. Ich bin ja normal. Also gut, das beruhigt mich. Das wurde ja lange Zeit von den Klatschillustrierten bezweifelt. Und da hieß es, gäbe in München einen Kalender, in den Sie die Namen von Damen eintragen würden. Das wäre schon ein relativ opulentes literarisches Werk. Ja gut, es ist so, wenn man also sehr streng erzogen worden ist, wie ich das eben früher bin. Und dann ist ja München nun eine Stadt, da geht ja wirklich in Schwabing einiges los ist da und ich muss sagen, da, nachdem ich also dann mit 21 eben volljährig wurde, dann habe ich das erste Mal so ein bisschen mich in Schwabing aufgehalten. Informiert. Informiert, ja. Und, ja. Und wie haben Sie die einzelnen Eintragungen unterschieden? Das sage ich nicht. Also, ja, dann kann ich es mir vorstellen. Rennsport ist nicht unbedingt eine Sache, gut, man braucht Geld, aber die Fans sind nicht unbedingt irgendwie jetzt nur die oberste Gesellschaftsklasse. Sie haben sich dafür für sehr Populäres entschieden. Warum? Ja gut, ich meine, Motorsport ist ja nun für mich ein Traum gewesen, als Kind eben in Rennfahrer zu werden. Die Eltern haben es nicht unterstützt und dann habe ich halt nebenher gearbeitet. Und ich meine, das ist natürlich damals in der Zeit war Motorsport wesentlich billiger wie heute und habe nebenher gearbeitet und habe mir das selber verdient. Das heißt, Sie wollten, wie war das? Sie haben dann zum Beispiel eine Autogrammstunde gegeben. Damals? Ja. Haben wir noch keine gegeben. Ne? Nicht? Da kannte mich ja noch keiner. Als Sie jemand kannte? Ja, also damals gab es nicht so die Autogrammstunden. Da kam was ich wissen möchte, kommen die dann, weil die ein Autogramm von SKH, Prinz Leopold, wollen oder von dem Rennfahrer? Ja, also das war mir auch nicht so ganz klar, ob das wirklich jetzt nur wegen dem Namen war. Aber ich glaube, in erster Linie war es dann wirklich, weil ich ja auch Leistung gezeigt habe und dass sie dann deswegen auch ab und zu mal ein Autogramm wollten von mir. Sicherlich hat der Name auch mitgespielt. Mhm. Sie sind jetzt 54, sehen bedeutend jünger aus. Wir Danke. Hatten eigentlich vorher verabredet, dass ich Ihnen als meinen jüngeren Bruder vorstellen wollte. Und fahren immer weiter. Ja. Warum? Ach, es macht mir einfach Spaß. Und ich muss sagen, wenn man so lange fährt wie ich, habe ich ja auch immer so ein Vorbild gehabt. Und jetzt mittlerweile ist mein Vorbild der Paul Newman, der mit 70 noch ein Rennen gewonnen hat. Fangio ist doch auch noch... Ja, der ist auch noch später fahren. Aber ich meine, es ist halt einfach so, dass ich viel Spaß habe. Und ich habe ja nun eine Aufgabe in dem Konzern mit drei Buchstaben, den wollen wir ja nicht nennen. Ist das eine Familie, so dieses Renngeschehen für Sie? Ja, absolut. Also ich meine, dem Team, wo ich fahre, das ISA-Team, das ist also wirklich wie eine große Familie. Ich glaube, wir haben jetzt alle Sponsoren erwähnt. Bitte? Wir haben jetzt alle Sponsoren erwähnt. Nee, noch lange nicht. Gut, okay, auch um Gottes Willen. Darf ich weitermachen? Nein. manche sagen, sogar Rennfahrer, der Thrill dieses Rennsports ist, dass man bei jedem Rennen denkt, vielleicht sehe ich sie zum letzten Mal. Also so denke ich ganz bestimmt nicht. Ich habe meine Sie sind einer, der sagt, Sie wollen so fahren, dass ein Tüpfelchen fehlt, damit es knallt. Na, also da bin ich jetzt alt genug und erfahren genug. Also ich würde nicht mehr in das Risiko reingehen, wie, sagen wir, junge Leute, weil ich ja auch eine gewisse Verantwortung zu Hause habe. Aber die machen das ja. Also was ist der Kitzel für die Zuschauer und was ist der Kitzel für die Leute? Also es gibt, hat man mal so eine Rechnung aufgemacht, es gibt, glaube ich, einige... sag ich mal, bestimmt 40-50% von Zuschauern, die an gewissen Stellen, ich nehme jetzt mal gerade Nürburgring, weil das aktuell ist momentan, dass die an Stellen sich hinstellen, wo es eben kracht. Ja. Und dann Adenauer Forst. Und ja genau, Fuchsröhre und Adenauer Forst. Oder da also so Rennsport ist, wenn sich hinterher alle freuen, ich habe überlebt. Also, ja, Sie müssen das doch wissen, Mensch, Sie machen das. Ja, ja also ich meine, ich sehe das nicht so, wie Sie das jetzt gerade sagen, aber ich finde einfach, Motorsport oder Rennsport ist eben eine Faszination, weil man mit einem Auto, einem Hightech-Auto in der jetzigen Zeit umgehen muss und die Leute sich mit der Klasse, wo ich mitfahre,
identifizieren können. Und denen ist das auch ziemlich egal, ob das nun ein Prinz ist oder nicht? Das denke ich schon, ja. Das ist schön für Sie. Ja, finde ich auch. Klasse. Ich möchte auch nicht als Prinz gesehen werden, sondern als Poldi. Danke. Gut, okay. Danke. Familienanzeigen. Das kennen Sie auch so auf den hinteren Seiten der Zeitung, wo immer irgendwie Schatzi Bärchen grüßt und so. Das sind solche Sachen, bei denen ich beim Lesen immer unwillkürlich denken muss. Es hat schon seinen Grund, dass die Schlagersänger bestimmte Sachen grundsätzlich auf Englisch absondern. Dann hält man es irgendwie doch besser aus. Von Geburt bis Altenheim, ewig herrscht der Schüttelreim. Gruß an Onkel, Oma, Nichten. So geht's ab, wenn Deutsche dichten. Und eine außerordentlich aktuelle solche Familienanzeige haben jetzt die Ehlings für Sie. Kaum zu glauben aber war, der Helmut Kohl regiert jetzt 15 Jahre. Darüber freut sich natürlich sehr auch der kleine Koalitionspartner. Du, Helmut, wolltest stets hoch hinaus, doch zum Glück kamst du immer wieder an den Verhandlungstisch zurück. Eure festen Positionen sind wirklich ein Genuss, wie jetzt erst im Vermittlungsausschuss. Ihr wollt Steuern erhöhen, um Steuern zu senken und tut euch verdrehen dabei und verrenken. Ja, macht nur weiter so mit gutem Mute. In diesem Sinne, Helmut Kohl, alles Gute. Und in den Glückwunsch stimmt wirklich jeder ein, möge dies Jubiläum dein letztes sein. Das war's von uns diese Woche in dieser Sendung. Sie wissen, dass das eine total ausgefallene Sendung ist. Nächste Woche zum Beispiel, da fallen wir total aus wegen des Tags der deutschen Einsatz. Hoffentlich sind Sie in 14 Tagen wieder dabei. Ich schon. Tschüss.